Liebe Freundinnen und Freunde in Stuttgart, die ihr euch jetzt versammelt habt zu diesem Podiumsgespräch über das G36-Gewehr, die Exporte, den Einsatz dieser Gewehre in Ayotzinapa, seid herzlich gegrüßt aus Freiburg, aus dem Rüstungsinformationsbüro. Leider kann ich aus beruflichen Gründen nicht bei euch sein, wäre es gerne. Wir sind seit 2009 an diesem Fall dran, als sich der Whistleblower bei uns gemeldet hat. Seitdem recherchieren wir über die Machenschaften von Heckler & Koch, die Rüstungsexportkontrollbehörden, den Bundessicherheitsrat, auch die Lobbyisten, die hinter diesem Fall stehen. Ich habe meinerseits Strafanzeige gegen Heckler & Koch im April 2010 gestellt. Holger Rothbauer, unser Rechtsanwalt, hat 2012 im November diese Strafanzeige ergänzt gegen die Rüstungsexportkontrollbehörden, Bundesausfuhramt, Bundeswirtschaftsministerium. Erfolgreich sind wir im Falle von Heckler & Koch. Ihr wisst, die Prozesstage laufen. Wir sind nicht erfolgreich und das verdanken wir negativerweise dem Staatsanwalt Peter Vobiller, der das Verfahren kurzzeitig eröffnet hat, gegen die Beamten der Kontrollbehörden sofort wieder eingestellt hat und damit dafür gesorgt hat, dass die Verjährung in Kraft tritt. Diese Waffenexporte haben Folgen, dramatische Folgen in Mexiko. Seit 2006 wird das G36, aber tausende von G36-Sturmgewehren eingesetzt in Mexiko und in den verbotenen Unruheprovinzen. Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua. Es wird getötet, es wird gemordet. Der Fall Ayotzinapa ist ein Fall, es ist ein sehr dramatischer Fall. Ich danke euch, dass ihr Licht in diesen Fall hineinbringt. Wer, wie die Vertreter von Heckler & Koch, wie die Bundesregierung, wie die Kontrollbehörden, wie auch Lobbyisten dafür sorgt, dass diese Waffen in diese Unruheprovinzen kommen konnten, hat Beihilfe zu schweren Menschenrechtsverletzungen geleistet, auch Beihilfe zum Mord. Was können wir tun? Zum Ersten können wir nicht mehr die Menschen ins Leben zurückrufen, die in Ayotzinapa und sonst wo gestorben sind, aber wir können zweierlei tun. Wir können in Deutschland dafür sorgen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt und hoffentlich auch verurteilt werden. Und wir können dafür sorgen, den Druck erhöhen, dass überhaupt ein generelles Rüstungsexportverbot für Mexiko, und zwar aus allen Staaten heraus, ausgesprochen wird. Und damit könnten die Waffen ja auch eingesammelt und verschrottet werden, die in Mexiko im Umlauf sind. Das wäre bei einer Verurteilung der Täter durchaus denkbar. Ich wünsche euch jetzt einen richtig guten Abend. Ich wünsche euch Aufklärung. Ich wünsche euch weiter dieses Engagement, die Kraft für das Engagement. Und grüße euch sehr herzlich aus Freiburg.